Wir sind keine guten Hundeeltern. Er bleibt jetzt kurz ein bisschen hier, während wir auf ein Konzert gehen. Hallöchen, ihr lieben Freunde, und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Der Vlog hier wird mega. Wir sind auf dem Luis Capaldi-Konzert und vieles mehr. Lasst einen Daumen nach oben da oder auf 2 oder 3. Viel Spaß. Delicious. Wir müssen aber leider feststellen, dass heute nicht der Tag meiner Frau ist, leider. Denn sie hat einmal den Saft falsch gemacht und dann ist ihr der Reispudding auch noch umgefallen. Menschenskinders. Ansonsten ist es aber ein herrlicher Sonntag. Wir haben einiges schon erledigt und haben aber auch ein bisschen länger geschlafen. Es ist auch schon 12.30 Uhr, jetzt wird gefrühstückt. Freunde, wir sitzen an der Planung unserer Flitterwoche. Schon ein bisschen länger, weil es soll ja auch perfekt werden. Aber wir haben uns ja bewusst dazu entschieden, nicht direkt nach der Hochzeit in die Flitterwochen zu gehen, weil es hätte zeitlich nicht gepasst. Das wäre für uns auch nicht so der perfekte Zeitpunkt gewesen. Wir wollten das ja so schon die ganze Zeit im Januar 2023 machen. Und so langsam wird es hier ein bisschen ernst. Wir sind uns noch nicht ganz einig mit dem Reiseziel, aber wir wissen auf jeden Fall, dass wir nicht in allzu langer Zeit auf jeden Fall weg vom Fleck sind. Ja, das ist dann halt wirklich... 1 von 1 Hotels in Bora Bora. Das ist das Hotel. Das ist das Ding? Ja, Freunde, wir schauen mal. Schatzi? Da sehe ich dich, ne? So ein schickes Auto, ne? Da sehe ich dich wirklich drin. Uns beide cruisen. Schön Fenster runter, Arm da raus. Das ist ein schickes Auto. Wisst ihr, wo drin ich mich aber noch sehe? Bei diesem Lamborghini da. Da siehst du mich aber nicht so drin, ne? Kann ich nicht mal anfangen mit solchen Sportwagen. Ja, ist auch, der hat auch irgendwie 600, 700, 800 PS, keine Ahnung. Viel zu viel. Entweder Mutti-Klasse SUV oder so ein Old. Wir haben gestreamt. Und bevor ihr euch jetzt fragt, was wir machen, wir gehen in den Escape Room mit der Crew. In den Grusel Escape Room. Und wir haben das erste Mal im Rheinufer geparkt. Warum auch immer waren wir noch nie hier. Und wir haben keine Ahnung, wo es hingeht. So, Freunde, wir sind drin. Wir haben es gefunden. Oh, Polizei schon. Es sieht wirklich sehr, sehr cool aus, sehr, sehr atmosphärisch. Ich bin sehr gespannt, wie es wird. Hier ist irgendwas mit Gefängniszelle. Eieieiei. Hallo. Hallo. Wie geht's? Ich muss nicht auf Klo. Stell dir mal vor. Sieht immer so aus, wenn man so gemacht hat. Es geht immer auf Klo. Ja, als hätte man auf Klo gemacht. Hallo, Jamie. Hallo. We did it. We did it. We did it. Aber sie hat sich wirklich sehr erschrocken im Fahrmann. Es war auch sehr gruselig. Wir haben es gemacht und 5 Minuten hätten wir noch Zeit gehabt, aber 2 Tipps hatten wir leider. Soll aber trotzdem sehr gut sein. Ja. Wir haben tatsächlich dummerweise bei den letzten 2 Rätseln etwas gehapert. Also bis dahin hat sie gesagt, waren wir Top Speed. Aber die letzten 2 Rätsel, da musste man was riechen und noch was machen. Ich spoilere jetzt nicht. Wir waren am Ende alle sehr gestresst. Also wir haben uns auch selber gar nicht mehr ausreden lassen, alle. Ja, aber es war geil. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Sehr viel Spaß gemacht. Wow, unser Teamfoto. We got it. Wow. Wie fandest du es, Jamie? Es war cool, aber nicht so gruselig, wie ich gedacht habe. Ich hatte es mir auch ein bisschen gruseliger erhofft. Echt so. Für dich? Ja, wir hatten hohe Erwartungen. Es war irgendwie ein bisschen low. Also ja, aber der Raum war cool an sich. Der Raum war sehr cool, ja. Also für die damals gereicht, aber für den Rest war es okay. Morgen, Freunde. Also, manchmal muss ich diese Frau nicht verstehen. Morgen, Frau Mahoney. Sie haben doch ihre Tage. Wieso fangen Sie jetzt an, die Spiegel zu putzen? Weil ich mich scheiße fühle. Und deswegen muss man Spiegel putzen? Warum legst du dich nicht auf die Couch und relaxst ein bisschen? Will ich nicht. Ich fühle mich total dreckig. Was denn? Sieht doch super hier aus. Nee, wir müssen alles nochmal sauber machen. Soll ich das gleich mal machen? Nee, das ist nicht so in einer Stunde erledigt. Wir müssen mal so einen richtigen Frühjahrsputz machen. So einen Frühjahrsputz? Dann seht ihr mit Sicherheit in den nächsten Vlogs einen Frühjahrsputz. Willst du dich jetzt erstmal trotzdem auf die Couch legen? Nee. Eieiei. An alle Mädels da draußen und alle Freunde von diesen Mädels, schreibt gerne in die Kommentare, was eure Frau so macht, wenn sie ihre Tage hat, anstatt zu chillen und sich auszuruhen. Ich muss auf jeden Fall gerade sagen, irgendwas ist mit meiner Haut oder generell meinem Gesicht. Ich sehe so aufgequollen aus, so richtig strange. Und hier dieser Bereich, voll heftige Unreinheiten, hier unten auch. Das habe ich noch nie gehabt. Es kommt auch nicht vom Rasieren, weil ich mich ja nicht anders als sonst rasiere. Keine Ahnung, was das los ist. Wenn ihr wieder irgendwelche Hilfsmittel habt, gerne ab in die Kommentare damit. Wie fange ich an? Also ich habe jetzt das Snippet. Jetzt kommt zuerst das Real in den Story, dann fängst du mit den Stories an. Ja, das ist super. Freunde, habt ihr das neue Real schon gesehen und habt ihr diese Schmuckstücke an meinen Handgelenken gesehen? Also muss ich schon sagen, gefällt mir wirklich 1A. Ja, das war gut, oder? War das gut, Freunde? Oh, ihr seid ja gerutscht. Ja, Freunde, ihr habt gerade live zugesehen, wie das so läuft, wenn wir unsere Corporations machen. Findet ihr sowas interessant, wenn wir euch bei sowas auch mitnehmen?
also jetzt hier so im Vlog-Rahmen, auf Instagram da so Behind the Scenes zu machen, immer schwierig, aber hier jetzt so, findet ihr das nice, interessant so, mit was für Leuten wir arbeiten und wie wir sowas machen, dann schreibt es mal gerne rein, lasst mal einen dicken Daumen nach oben da, ja, und wenn ihr richtig Bock habt, dann schreibt einen Kommentar. Hey Freunde, ich sag euch, es gibt nichts Nervigeres, als Musik rauszusuchen für Corporations oder generell für Reels, ne? Das ist mehr Aufwand als das Drehen und Schneiden und alles, ne? Also ich habe jetzt für das Reel gedreht, ungefähr 3/4 Stunde. Geschnitten wird es jetzt gerade von meiner lieben Dame da vorne. Es dauert auch nochmal so eine halbe Stunde, Stunde. Aber das Musik raussuchen, ey, das ist so nervig. Ich sitze jetzt locker schon seit einer 3/4 Stunde, Stunde und habe nichts. Ich weiß nicht, was ich nehmen soll. Ich habe alles hier durchsucht, alles. Es ist so anstrengend, wirklich. Oh, das ist ziemlich cool, Lul. Nee, da wird wieder gesungen. Ist das gut, Babe? Das ist gut, ne? Hä? Okay, vielleicht nehme ich das. So, ich habe mich umgezogen und zeige euch jetzt etwas sehr, sehr Schickes Neues, denn wir haben uns was Tolles bestellt. Oh, jetzt hat man es, glaube ich, schon gesehen. Und zwar haben wir uns eine Eislauffritteuse gekauft, Freunde. Keine Werbung, ist alles einfach selber bezahlt von Amazon. Die werden wir heute im Kochstream testen. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt. Wir hatten ja selber schon mal eine Heißluftfritteuse. Das waren aber erstens, war es schon 2, 3 Jahre her. Und zweitens, all unsere Freunde erzählen uns immer, ihr braucht unbedingt eine Heißluftfritteuse. Und auf jedem TikTok, in jedem Rezept, im Video sieht man hier Fritteuse, da Fritteuse, keine Ahnung, pipapo. Ja, deswegen, wir testen sie einfach nochmal, weil beim letzten Mal waren wir nicht so begeistert, aber wir geben dem Ganzen jetzt noch eine Chance und werden euch auf jeden Fall berichten. Ob wir irgendwie immer viel Pfand haben, ich weiß es nicht. Ob ich einen hohen Konsum an Softgetränken habe, ich weiß es nicht, aber ja, das bringen wir jetzt mal weg. Oh Schatz, komm, das ist doch peinlich, wenn es runterfällt. Okay. Ja, Freunde, da kommt man hier, kommt man von oben runter und hört das. Mann, was willst du? Super warst du das, yay! Anstrengend. Ja, du hast deine Tage, warum chillst du denn nicht? Weil es gut ist gleich. Ah. Oh, komm, Kollege. Oh, okay, sorry, sorry. Was geht ab? 5:01. Ich bin trainieren. Freunde, ich höre schon die ganze Zeit Musik von Luis Capaldi, because Kobe hat vorhin spontan für ihn und mich morgen Tickets für die Lanxess Arena gekauft für ein Konzert von Luis Capaldi. Ich raste komplett aus, wirklich. Ich freue mich so unglaublich, deswegen höre ich hier die ganze Zeit schon meine Lieder. Ich bin so verliebt, ich freue mich so sehr darauf. Ich finde, er ist so ein unfassbar krasser Mensch. Er hat so eine krasse Stimme. Er hat so eine heftige Ausstrahlung. Das ist Wahnsinn. Also, wenn ihr ihn noch nicht kennt, Freunde, hört euch mal seine Lieder an. Und ja, ich freue mich da sehr drauf. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt. Wir können euch gleich gerne mal eine Szene einblenden, wo wir die Tickets gebucht haben. Ich rufe jetzt meine Frau an. Die soll jetzt hochkommen. Wir buchen jetzt diese Tickets. Wenn sie da jetzt unbedingt hin möchte, dann machen wir das. Ja, das Konzert ist morgen. Hi, komm mal vorbei. Komm mal hoch. Also, wir haben 2 Optionen, Babe. Echt jetzt? Ja, ja, wir machen das jetzt. Also, lass uns doch die Plätze hier nehmen, oder? Mhm. Also, die finde ich gut, oder, Freunde? Die Plätze, das ist besser als da links. Ja, das ist doch super hier. Ja. Okay, machen wir. Machen wir. Gerne. Und dann nehmen wir euch morgen natürlich aufs Konzert mit. Ich bin wirklich sehr gespannt. Das kann ich jetzt direkt mal machen. Ich wollte ein paar Sachen raussuchen. Und zwar einmal, wir haben ja so eine Drohne. Und da ist so ein Handylicht dabei. Genau das. Das klemmt man sich einfach so ums Handy drum. Und dann kann man hier quasi Licht anmachen. So. Und wenn das Handy hier drin ist, wird man so angeleuchtet. Das möchte ich mir morgen ums Handy machen. Und dann möchte ich auf jeden Fall noch unsere Kamera mit Blitz mitnehmen. Damit wir da auch so ein paar Impressionsbilder mitmachen können. Jawohl. Ich freue mich. Morgen, Freunde. Guten Morgen. Wie geht's dir, Schatzi? Müdli. Ich auch ein bisschen. Ich muss noch ein bisschen. Du musst einen Shake drauf. Oh, yes. Mein selbstgemachten Broth-Shake von meiner Wifey. Ja. Köstlich, müsstlich. Zeig mal. Ja, du siehst super aus. Check. So, jetzt sind wir zu meinen Eltern. Juli, was hast du dir denn da geklaut? Das ist nicht dein Spielzeug, glaube ich. So, wir sind jetzt noch kurz zu meinen Eltern gefahren. Mein Papa schläft noch, der hat Nachtschicht gehabt. Jetzt warten wir, bis er wach ist und dann wird noch hier ein bisschen gechillt. Ne, Juli? Cool.
Jetzt gehen wir ein bisschen snacken. Wir gehen jetzt mit Mones Eltern ein bisschen snacken und danach geht's für uns, das hast du ja schon erzählt, ne? Ja. Zu Luis Capaldi. Wir sind heiß. Also ich vor allem. Woo! So Leute, wir haben jetzt unser Essen. Hör auf. Nein, bitte lass es. Bin ich nicht witzig. So, wir haben jetzt unser lecker Essen bekommen. Ich habe Pasta, alle anderen haben Pizza. Das lassen wir uns jetzt schmecken. Schaut mal, bei wem wir angekommen sind. Ach, jetzt darf man euch ja nebeneinander sehen, ne? Das ist ja jetzt in Ordnung. Juli! Wir geben Juli ab. Für immer. Wir sind, ja genau, wir belassen ihn jetzt hier bei euch. Wir sind keine guten Hundeeltern. Wir müssen ihn leider schon wieder abgeben. Er bleibt jetzt kurz ein bisschen hier, während wir auf ein Konzert gehen. Shugi ist auch mit amused. Okay, also wie würdet ihr ihn nennen? Juli. Ist okay. Macht mit ihm, was ihr wollt. Leute, wir sind angekommen. Wow, es ist sehr laut. Geh mal, wuhu, wir kaufen uns jetzt Snacks und Getränke. Ich habe übrigens das Licht, was ich euch gestern gezeigt habe, dran gemacht. Oh, das müssen wir eigentlich immer dabei haben, ne? Ist ja, aber es ist so nervig am Handy. Egal. Es ist so dick, aber das ist gut. Das sieht echt gut aus. Das sieht ja echt gut aus. Ja, oh, wir sind dran. Ja, aber ich habe auch gesagt. Wir sitzen, wir haben einen Platz gefunden. Und es ist geil. Sehr, sehr geil. Also es ist noch nicht ganz voll. Ich weiß gar nicht, ob es ausgebucht ist. Würde mich mal interessieren. Aber gleich kommt auf jeden Fall die Vorband. Ich hatte schon wieder Panik, dass wir zu spät kommen. Aber wir haben alles geschafft und dann kann es losgehen. Freunde, es ist jetzt soweit. Es geht los. Die Dame ist so aufgeregt. Er kommt nicht raus. Kommt doch raus jetzt. Na, wie findest du es bisher? Super. Das ist echt ein tolles Konzert, muss ich sagen. Jetzt gerade ist kurz hier so Song- und Bühnenwechsel. 1A. Freunde, der Morgen nach dem Luis Capaldi-Konzert. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Wir haben im Nachhinein jetzt noch erfahren, dass die Show was kürzer war. Also die ging ja nur eine Stunde, weil er erkältet war und das irgendwie in Kombination mit seiner Krankheit nicht gut war. Und deswegen musste er quasi früher abbrechen. Man hat es aber gar nicht so gemerkt. Also es hat nicht sich angefühlt wie ein Abbruch. Aber ansonsten war es echt top, hat super viel Spaß gemacht. Es war echt schön und war überraschend cool, muss ich sagen. Auch für meine Wenigkeit, die das vielleicht jetzt am Anfang nicht so gefeiert hat. War echt cool. Muss den Horizont erweitern. Ja, das stimmt. Naja, Freunde, wenn euch der Vlog gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da oder auch 203. Wir haben euch ganz doll lieb und schreibt was Liebes in die Kommentare. Aber vergesst nicht zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Okay, übertreibt. Macht einfach alles. Tschüss. Oh Gott, ich bin geflasht von dir. Gott, es hat gematcht mit dir.